So, nachdem in den letzten beiden Wochen jetzt kein Deal gekommen ist, möchte ich euch einfach mal einen kurzen Standpunkt geben, wie es mir gerade ausschaut. Zum einen hat jetzt seit gut 1 bis 2 Wochen wieder die Schularbeiten und Testphase bei uns in der Schule angefangen. Das heißt, ich habe pro Woche meistens immer einen Test oder mehr. Das heißt, für den muss ich natürlich lernen, weil ich will auch einen guten Abschluss haben. Also dementsprechend, mir bleibt nicht allzu viel Zeit. Und in Osterferien, die jetzt anstehen, habe ich meinen Führerscheinkurs für den Autoführerschein, wo ich ebenfalls natürlich etwas Freizeit haben werde, aber auch nicht allzu viel. Demnach, ja, wird sich alles ein wenig aufstauen. An neuen Projekten arbeite ich natürlich, wann immer es geht, weiter. Zum Beispiel an der neuen Lok, die ich jetzt schon angekündigt habe. Da ist das 3D-Modell fertig, ist auch schon gedruckt. Nur mehr die Nachbearbeitung und das Anmalen fehlt dann noch. Allerdings warte ich da auf ein neues Werkzeug und dann wird das auch möglichst bald kommen. Ja, ansonsten habe ich nicht wirklich etwas zu sagen. Natürlich an den anderen Projekten, die ich angekündigt habe, arbeite ich natürlich auch. Da geht auch gut was weiter. Und ich hoffe einfach, dass ich euch sobald wie möglich die neue Lok präsentieren kann und die darauf folgenden Projekte. Und wünsche euch jetzt erstmal frohe Ostern, wenn ihr Ostern feiert. Ansonsten einfach. Ja, schöne Ferien und man sieht sich sicher demnächst wieder.